Willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind nicht verwandt, wir sind eher, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehrenherr. Mir habe in der letzten Folge hier diese zwei Leute hier kennengelernt. Der Sam und wie ist der andere nochmal? Keine Ahnung, der eine hieß Sam und der andere so ähnlich. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie der eine hieß. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich wieder ein Messer benutzen. Dafür gibt es aber dann auch hier wieder guter Loot. So, okay, gucken wir uns mal die Wohnung hier an. 10 Medikamente, das lohnt sich auf jeden Fall. Bisschen was für Gesundheit hier. Dann können wir wieder ein neues bauen. So. Genau, am besten bräuchte mir echt mal wieder ein paar neue Materialien. Messer sind immer rar, vor allem zerbreche die immer, nachdem man die hier benutzt hat. Boah, jawohl. Bisschen Munition fürs Gewehr. Hier der normale Klebeband. Und was fürs Messer. So, und sonst haben wir hier noch das Klo haben wir hier noch. Toilette aber tatsächlich nichts. Was haben wir hier? Noch ein Kinderzimmer mit Pistolenmunition. Ja, wobei ist das ein Kinderzimmer? Wohl kaum. So, hier noch alter Katze oder Vogelkäfig. Wie komme ich jetzt auf Katzekäfig? Das ist ja auch wieder völliger Quatsch, Philipp. Naja, so. Schade, uns fehlen noch 5, aber das macht keinen Sinn. Ich würde eher die maximale Gesundheit dann wieder erhöhen und mal auf 100 sparen. Boah, guck mal, Ellie, was ich gefunden habe. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Okay. Wenn ihr lesen wollt, könnt ihr hier gern lesen. So. Und nimm sie mal den Kopfhörer so auf, dass es meine Haare nicht so einquetscht. Das tut nämlich mich mit der Zeit echt ein wenig nerven. So, von oben kam mir gerade. Hier liegt bestimmt auch nichts. Nee. Okay, Messerzutaten haben wir noch. Ja, das ist dann echt blöd. Man braucht also immer ein Messer parat, dass man irgendwo die Sondersache sich besorgen kann. Deswegen dürfen wir nicht immer alles verschwenden, was es gibt. So, hier liegt auch nichts mehr. Was haben wir hier noch? Pop-up-Toys. Ja, sind das so kleine Dinger, die hier. Gib mal. Ah, hier ist ein Spielzeuglade. Geh runter. Folgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Hör auf deinen Begleiter. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Hier sind nochmal diese Pop-Up-Toys da. Okay, aber in deine Regale liegt kein Loot. Schade, hier gibt's gar kein Loot. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Ist gefunden? Na klar. Sam. Bleib bei ihr. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Glaube ich mal wieder Zeit für eine Bombe. Da drüben umsehen. Ja, na gut, dann verschwende ich aber wieder hier meine Klinge. Wir machen das lautlos, so wie immer. Komm, wir locken ihn mal her. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Hier hinten ist nichts.
Okay, das war jetzt schlecht. Sie haben uns aber zum Glück nicht gesehen. Was haben wir an Zeug zum Werfen? Nix. Dann müssen wir sie wahrscheinlich erschießen. Oder wir sind schnell genug. Schön, verdammt! Verdammt! Der andere sieht uns nicht. Dass der das überhaupt nicht sieht, dieser Idiot. Das ist ja auch echt unglaublich dämlich. So, gucke mal, Deckung brauchen wir gar nicht. Ich habe das alles schön und lautlos erledigt. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los, ja. Hier auf den Truck. Okay, hier liegt sowieso kein Loot mehr. Liegt hier noch was? Nein. Ich lass mich doch hier nicht zum Munitionsverschwendern erziehen. Ich brauch die Munition. Das sind noch mehr. Ich würde sagen, die schießen wir jetzt aber schon ab. Oder wir sparen die Munition. Wir sparen Munition. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. Okay, der sieht uns halt, sobald wir da hochklettern. Ich habe auch nichts zum Werfen gerade. Warum habe ich eigentlich nichts zum Werfen? Wie soll ich denn das jetzt machen? Also ich weiß ja nicht, wie du das jetzt nicht gehört hast. Hä, wie hast denn du das nicht gehört? Wie blöd kann man denn sein, Junge? Hier ist wahrscheinlich die Treppe kaputt. Hier habe ich mir schon gedacht. Geh doch da durch. So, schön langsam und leise. Schleichen wir uns voran. Ah, hier ist wieder so ein cooler Coin. Und diesmal von Lucas Rios. Fragezeichen 0295. Okay. Mir wieder was Neues, Cooles gefunden. Schade, dass die uns nichts bringen, außer diesen Sammeleffekt hier. Ja, ja, alles. Sicher, so nah bei Ihnen? Ich hab einen Schlüsselmann. Woher hast du den? Ich hab einen Umweg. Kommt alle rein. Ich hab mich gerade. Okay, auf dem Klo gibt's auch nichts. Könnt ihr mir eigentlich mal wieder bitte Backstein geben? So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Ja, wahrscheinlich ist das gelogen. Gut, das sieht mir noch nach meinem Büro aus. Mit Lesinhalt. Hä? Ach so, jetzt hat... Es gab einen öffentlichen Prozess...
Nachdem ein paar Teenagers aus unserer Familie die Famili aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir nicht sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte es gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollen und andere Überlebende in diesem Gebiet zu jagen und Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, sie hätten kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nichts das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die diese Moral bewiesen, vor unsere Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Okay, krank. So. Die Spinne doch. Okay, die haben hier echt alle echt richtig doller Schade hier. Wir sind da. Gerade Moment. Ich habe hier noch nicht alles durchgeguckt. Vielleicht gibt es ja noch mehr wie diese 5 Tablette hier. Aber ich vermute mal eher nicht. Nee. Okay, ich habe jetzt hier alle Schränke hier durchgeguckt. Nö, okay. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Boah, Blaubeere, die finde ich toll. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Mach das mal. Schau dir das mal an, was er da hält. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Ach, die Scheißbrücke. Die knallen mal ab. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wir müssen die abknallen. Wow. Das ist gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Dem macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Das solltet ihr wohl machen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Machen wir uns bereit für den Kampf. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja.
Okay. Bleib nah bei mir, okay? Habt jetzt noch aus einem Loot versteckelt hier. Ja. Wie beruhigend. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Ich hoffe, du hast hier noch ein bisschen Loot versteckt, dass ich vollends ausgerüstet bin für den Kampf. Oder kleiner. Ne, der Kleine war ja Sam. Und wie hieß er nochmal? Jeff oder so? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das muss ich natürlich für den Folgetitel hier noch nachsehen. Wenn ich die Folge nach euch beide Affe hier benennen möchte. Boah, Mann. Das ist hier echt ein bisschen unbequem. Ich komm gleich. Okay, haben wir alles abgeguckt. Dann mache ich natürlich genau das Gegenteil. Das bringt mir leider nichts. Hier, schade. Warum habt ihr eigentlich alle so coole Taschenlampe? Ihr habt ja alle dasselbe Modell. Okay, das bedeutet nichts Gutes. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Aber hier geht's gar nicht rein. Ja, wir machen das schon. Jetzt chill mal und mach langsam. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Jetzt jeder einer. Wie ein Nimm. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Warum gibt's hier überall kein Loot mehr? Das doch gemein. Jawohl, hier aber wieder ein paar Schraube. Die kann ich gut gebrauchen. Okay, ihr seid aber hier unten immer präsent. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt da unten rein. Raus. Schleichen anscheinend. Da drüben! Da! Das ist ein Kreischer. Erledigt! Hast du das gesehen? Schnapp sie! Hinter dem Auto! Happy! Nicht auf! Okay! Okay, das war jetzt blöd. Scheiße, die schieße davon ganz oben runter. Jetzt bin ich gleich tot. Das machen wir noch mal. Das geht so nicht. Na, das geht so wirklich nicht. Okay, hinterm Auto haben wir gespeichert. Das heißt, ich habe die Schraube jetzt auch noch. Ja, habe ich, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Meine ich. Also machen wir das Volk. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Wo sind diese anderen Leute? Ach, die sind da, die chillen da oben, die Penner. Hörst du? Quicker!
Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Philipp, hör doch auf, daneben zu schießen. Nee, das machen wir noch mal. Das... Töte mich mal, das geht so nicht. Ich... Oh, wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.